Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und Resident Evil 4, dem DLC Separate Ways. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mich weiterhin begleitet mit Ada in ihrem Abenteuer. Und wie in der letzten Folge sind wir ja auf die Insel gekommen, wo ja bald irgendwann mal das Finale stattfinden wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Wer weiß, wie lange das dauert. Also wie gesagt, für 10 Euro, krasses DLC. Und ja, wir machen jetzt weiter und schauen, was uns erwartet. Let's go. So, wir haben hier eben Leon und Ashley getroffen, also in der letzten Folge. Und wir müssen jetzt uns hier durchkämpfen. Ich habe eine schlechte Vorahnung, was wir hier Verschlossen. bald für Gegner kriegen, die ich echt nicht mag. Ach, hier. Wow. Hätte auch in der letzten Folge auch hier enden können, ne? Der ist auch überall, der Typ. Warum tust du dir nicht was Gutes? Zwei Schmuckkäfer verkaufen. Hä? Hab gehört, Schmuckkäfer sind jetzt wieder in. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie sich paarweise ansteckt. Glaubst du, könntest mir zwei besorgen? Einer soll auf der Sezierstation in Trakt 1 sein. Der andere wurde wohl gestohlen. Aber die eine Mission. Willkommen. Nee, die haben wir nicht Na abgeschlossen. dann, was kann ich für dich tun? Wo sehen wir denn eigentlich unsere Mission? Ja, hier. Nee. Ah, hier Aufträge. Ja, gescheitert. Das war hundertprozentig da, wo wir das Tor hochgemalt lassen haben, was dann so langsam runterging. Ah, schade. Oh, es gibt nur noch eine einzige Mission. Okay. Mal. Oh, willkommen. Nicht schlecht. Ja, Kommt gut. jederzeit wieder. Nee, Speicher brauche ich jetzt nicht. Wobei. Ach komm. Speichern wir nochmal. Und weiter geht's. Mit ihm passiert. Hier fehlt irgendwas. Ah. Zur Funkzentrale komme ich nur durch dieses Tor. Aber es hat keinen Strom. Notiz eines Wissenschaftlers. Okay, keine Panik. Ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Erstens, die Testobjekte in der Anlage sind ausgebrochen. Zweitens, das Tor ist zu. Die Stromversorgungseinheit fehlt und ohne kann man es nicht öffnen. Soweit ich weiß, gibt es so eine Einheit im Gefrierhaus. Es ist eine Notstromeinheit für den Fall, dass eines der Testobjekte außer Kontrolle gerät. Sollte es pa also passen. Nur wie komme ich ins Gefrierhaus, ohne dass ich dabei draufgehe? Denk nach, nicht aufgeben. Denk an deine Familie, du schaffst das. Für sie, glaub an dich. Das sollte helfen. Trakt 1 verlassen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Meine absoluten Hassgegner in dem Spiel kommen bald. Ich wette dich drauf. Hundertprozentig. Leon hat die Waffe geklaut. Oder Aufsatz? Ja. Ey, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Warum? Und erstmal hier den Weltmodus. Ballern. Analysebericht Regenerator, genau so hießen sie. Ja, das wissen wir. Das brauche ich nicht lesen. Aber die sind hier noch drin. Einer ist drin. Ja, hier ist noch einer. Den kümmere ich mich sofort. Ich hasse diese Viecher. Braucht kein Mensch diese Viecher. Ist das zweite Generation? Nein. Der hat mich erschrocken.
Das war Schmuckkäfer Nummer 1. War hier nicht noch eine Tür? Nee. Es ist in meiner Meinung nach die schlimmste Gegner im ganzen Spiel. Die Regenerators. Man muss ja echt den ganzen Weg in Neon geht rückwärts gehen. Und da ja Leon eigentlich schon fast durch ist, glaube ich. Also hier muss er ja schon durchgekommen sein, oder? Ich weiß es nicht. Ach nee. Hallo, nimm doch mal die andere Waffe. Hallo, läuft wieder gut. Ey, du Springbohne, das war daneben. Können wir, ja. Rubin, jetzt kriegst du die ganzen Steine, jetzt wo du die ganzen Schätze nicht mehr hast. Bleib mal bei der Waffe. Ich glaube, das war nicht der letzte. Mit irgendwo ein Schatz. Müssen wir jetzt mit dem Strom auch wieder machen? Was ist denn hier passiert? Es ist ja gar nicht dunkel hier. Guck mal, so sieht man wenigstens was. Erstmal ist hier ein Schatz. Okay. Hier ist noch einer. Ah, und der ein. Ey, das Treffen ist gar nicht so einfach. Ja. Gibt ja auch noch welche, die diese Stacheln von sich schießen. Jetzt haben okay. Wir alle beide. Oh, hier komme ich gar nicht rein. Frech. Aha. Wie komme ich zu dem? Also auf meiner Ebene. Einer von den Säcken ist ein Regenerator, wetten. Der Leon muss aber hier gewesen sein, weil sonst wäre das ja nicht schon alles offen. Könnte man nicht eigentlich auch rund 360 Grad Drehung machen? Der Hose verschwunden ist. Ach, das musste ja so kommen. Natürlich. Fetzt ja sonst nicht.
geht denn da? Ah, die Krabbelfiecher, natürlich. Zu einfach. Jetzt kriegt der Ada aber auch echt alle Gegner in den Hals geworfen, oder? Aber wenn der jetzt nicht schlimm war. Ja. Doch, ich muss hier lang. Okay, wenn ich schon Scharfschützengewehr-Munition kriege, dann nehme ich mal lieber die Waffe. Ja, man hört ihn doch schon. Goldlux. Den haben wir gut gelöst. Drei Schuss, drei Treffer. Das ist der ganz harte. Na, klasse. Das ist der ganz, ganz böse. Hat aber auch viele jetzt gehabt. Mein Gott. Illuminatus-Anhänger. 18.000. Hübsch. Och, guck dir mal. Der Goldlux kann man Edelsteine einsetzen. Und natürlich drei Farbenbonus. Jo, weil drei Farben oder drei verschiedene macht nur eins, ja, drei Farben Bonus besser. Ha, easy. So, Schießpulver. Ah. Schießpulver. Warte mal, hier ist noch ein Schatz. Oh, ja. Stimmt, wir haben ja noch Schlüsselchen. Ja, einer wird übrig bleiben. Weil im Dorf war ja noch eine Schublade, die ich nicht geöffnet habe. Leider. Okay. Hey. So. Ach hier. Müssen wir ja wieder am Anfang sein. Nee, das ist zu weit. Ach, hier ist. Ja, okay. Da, wo wir die Folge angefangen haben. Kollege, ich habe eine Mission beendet. Des einen Knarre, des Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Das. Und das. Im Grab. Ich wusste, du hast es drauf. Gute Arbeit.
15. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ich werde mal noch sparen. Weil ich wüsste jetzt echt nicht, was ich jetzt noch holen soll. Armreif. Oh, ich habe hier noch Seidenkristall. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das Neue ist hat er nicht, nein. Dann werden wir nochmal tunen. Geh sorgfältig damit um, okay? Probier mal, ob's passt. Damit hättest du unseren Standardservice für diese Waffe ausgeschöpft. Wenn du mehr willst, tja, du verstehst mich sicher. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Für diese Arbeit braucht es Finger. Stirb mir da draußen nicht weg. Munition wäre nicht schlecht dafür. Die ich sogar herstellen kann. So. Ich würde sagen, dann speichern wir jetzt nochmal. Na, wir haben noch Zeit. Dann setzen wir das jetzt mal ein. Hä? Was stimmt denn hier? Au. Egal. Hauptsache, ich passe durch. Das ist richtig. Haben wir hier auch noch Schatz? Nein. Auf jeden Fall die Hälfte haben wir von der Insel bis jetzt. Bosskampf? Wenn ich schon Scharfschützengewehr-Munition finde, dann nehmen wir die doch lieber gleich. Das wird doch schon am Hafen werden. Nicht gerade unauffällig, aber das lässt sich... Baubericht Antennenanlage. Die Einrichtung der hochempfindlichen Antenne auf der Nachbarinsel ist abgeschlossen. Sie wird es uns endlich ermöglichen, die Aktivitäten feindlicher Organisationen inklusive derer der US-Geheimdienste abzuhören und zu überwachen. Jetzt haben wir unsere Ohren überall. Zunächst werden wir damit Informationen sammeln, die für den Tag der Entführung relevant sind und einen Plan ausarbeiten. Unsere Erfolgsaussichten sind besser denn je. Wir werden der ganzen Welt zeigen, wie ineffektiv, löchrig und überholt das Sicherheitsnetz unseres Staates ist. Jack Krauser. Wohl nicht ändern. Ja, da unten wartet schon einer auf mich. Oh, jetzt Meisterschuss. Ey! Ich glaube, ich lasse mal das, ich nenne es mal Thermalvisier drauf. Dasselbe muss Leon ja auch machen, weiß ich. Ah, da kommt sie doch schon mit hochgefahren hier. Die Dullis. Alles gut, an dem Schaffelgewehr, ich brauche nur einen Schuss. Aber irgendwie ist die Munition trotzdem ein bisschen zu schade. Schöne Fahrt. Na, habt ihr auch alle ein Ticket gelöst? Ich hab gerade seinen Pfeil gedrückt. Boah, der Raketenwerfer. Okay, das war jetzt nicht wild. Da fahre ich lieber 3 Runden Achterbahn. Ja, kommt auf die Achterbahn drauf an. Schatz gibt's hier im Moment nicht.
Tatsache. Na, jetzt sind wir da, wo Leon im Prinzip anfängt. Das war mal ein Händler. Den Geschützturm. Du bist eine, die anpackt. Das sehe ich sofort. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Ja, aber du hast nicht wirklich was Interessantes. Hey! Hey! Sicher, dass du das nicht bereust. Deck dich lieber ein, solange du kannst. Hey, komm, wir machen jetzt nochmal weiter hier. Haben noch ein bisschen Zeit. Und die letzte Mission. Das, diese ekelhaften Riesensekten haben sich sogar hier breit gemacht und wieder drei davon. Vielleicht können sie bloß 13. Egal, finde sie und zerschmetter sie. 3 Novisadores besiegen. Insekten? Die Türme sind ungeil. Das Gebiet ist gut überwacht. Ich muss aufpassen. Aber hier ist er nicht lang. Ist vielleicht doch nicht die Anlage, wo Leon anfängt. Na gut, let's go. Hallo? Wie ungeil ist das? Macht ja nicht allzu viel Schaden. Quatsch. Hallo. Ich bin unter Deckung und die treffen mich. Hey da. Kann ich meinen Koffer öffnen jetzt? Ich weiß, man hätte auch einen anderen Weg nehmen können, aber ich wollte den nehmen. Oh. Halt die Maul. Aber C4. Alter, Dynamit, nicht C4. C4. Nein. Kann man die Türme ausschalten? Scheinbar, ja. Anderen ausschalten. Ja, so die reinste Action angesagt, ja. Wo kam denn das jetzt her? Da wird noch einer Dynamit da oben. Hör auf damit! Jetzt. Wollte gerade sagen, ich treff's nicht. Okay.
alles voll von denen. Jetzt kommen wir von da oben. Komm, hüpft mal runter, Leute. Hier ist geschenkt. Warte, ich hab noch eins für euch. Könnt ihr ganz da machen, ja. So. Das war's mit den Türmen. Weil ist ja eigentlich nur dafür da, dass man an den Schatz jetzt rankommt. Den ich mir aber schon geholt habe. Ich will trotzdem noch gucken, ob da noch irgendwas ist. Außer Ressourcen. Aber hieß die Mission nicht irgendwas mit Käfern? Stand in der Mission. Novi ist da Doris. Na gut. Wir müssen da oben lang. Den Turm bewegt. Ja, in den Turm sollte man nicht reinlaufen. Das ist dann ein Insta-Kill. Wir müssen sicher drinnen chillen. Ach ja, ja, ja. War ja klar. Dann mal los. Wie viel Geld man hier jetzt, weil man noch kriegt, ey? Hochgezeigt, Alter, so. Hör auf damit. Das ist nicht cool. Ach, heute ist wirklich der Wurm drin. Kann ich rüberspringen? Ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts. Ah, kommt mal zu mir. Bei denen ist es komischerweise nicht ein Insta-Kill. Bei mir wiederum schon. So, ja, jetzt muss ich da den langen Weg nehmen. Aber ich sehe gerade, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hier mit mir, den Doomsday, mit dem DLC zu Resident Evil 4. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.